Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Europa Universalis 4 und den Empire of Man. In der letzten Folge haben wir das Unglaubliche geschafft. Wir haben eine Personalunion über Spanien erzwungen. Das finde ich so klasse. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist so genial. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es funktioniert, aber offenbar schon, ne? So, jetzt schauen wir mal, dass wir da noch schnell die Rebellen wegkriegen. Und die Zweitbestimmung müssen wir natürlich ganz weit nach unten bringen. Loyalisten unterstützen bringt noch nichts. Können wir noch ein bisschen warten. Verringern wir uns. Kriegsmüdigkeit. Sind sozialistische Nationalisten, das passt eigentlich. Jetzt können wir hier mal die ganzen leichten Schiffe wieder abkommandieren. Können wir mal Handelsschützen nach Lübeck einmal. Die anderen eigentlich auch werden? Nö. Handelsschützen nach Nordsee. Spanien ist keine Großmacht mehr. Aber dafür ich. War doch geil. Ich bin so fasziniert davon. Oh, Spanien mag es nicht. Frankreich meine ich natürlich damit. So, hier gleich mal Beziehung verbessern. Und Krieg gegen Sardinien erklären, weil die haben nämlich Kerngebiete von Spanien. So. Jetzt müssen wir aber erstmal die Rebellen da kaputt machen. Kommt mal da runter. Gleich mal hier Beziehung verbessern. So, dann hier mal die lieben Leute auf die Insel bringen. Oh. Okay, aber das macht nichts. Fällt mir gerade was ein. Hier können wir noch ein bisschen was machen. So, Monopolschaden ist gegangen und Diplomacht anfordern. So, wie schaut's hier aus? Habe ich die Region schon gepusht? Ja. Auch. Auch. Die noch nicht. Probier besser vorhanden. Könnte ich hier mal noch pushen. Das auch noch nicht. Probier besser vorhanden. Da, da. Können wir das auch noch ein bisschen fördern. So, machen wir erstmal schnell die Rebellen und Blatt. Oh, gute Regierungspolitik. Was nehmen wir? Ich denke mir eine Stabilität, oder? Das Übliche. Ja, glaube ich, am besten. Was ist los? Nix. Okay. Hier zusammenziehen, danke. So. Na, nein. So. Alle an Bord.
Ich muss fort. Und gleich darüber. Oh, Österreich hat Böhm annektiert. Aber die haben viel an die Osmanen verloren. Ja, wie schaut es denn eigentlich mit Bündnis aus? Eher nicht so toll, ne? Okay. Oh, Sizilien ist auch frei. Gehen wir denen auch gleich noch den Grill? Ich hätte mal ja gesagt, ne? Profi! Können wir hier ein bisschen Kriegsschein erheben? Legitimität. Wieso ist da kein General an Bord? Der ist gestorben. Stimmt. Verdammt. Die werden sie ja nicht gleich angreifen, oder? Hoffe ich doch. So, ihr geht auch an Bord. Profi. So, gleich mal Sizilien den Krieg erklären. Ich mal abberufen. Transportschiff dahin. Niedergang der Händlerklassen, das ist gut. So, du kannst da eigentlich bleiben, oder? Ja. Normal schon. Ist da irgendwo Unruhen oder so? Nee, ne? Da gibt es keine. Ja, portugiesisch angenommen und katholisch. Ja, passt. Das drückt mal langsam runter, hoffe ich. So. Mal zwei Erzürnte verschicken. Haben nicht bald die anderen Inseln hier noch? Haben wir auf Peter irgendeinen Anspruch? Nee, schade. Österreich sind nicht länger als Rival. Ich habe eine Idee. So als Bündnispartner? Staatsehe? Klappt das Ganze nochmal vielleicht? Männer in Frankreich. Oh, nee. Ach, ein Sparschwein. Der ist kacke. So ein bisschen sehr. Oh ja. Das sieht doch schon besser aus. Gewonnen. Zirkus haben wir auch gewonnen. So. Sardinien, danke. Für diese Expansion haben wir auch nicht wirklich Geld. Oder uns senden.
Spanien. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Da wir natürlich jetzt die Kernprovinzen von denen haben. Das jeweils minus 10. Aber hoffen wir mal, dass das nicht so schlimm ist. Die Frage, ob man die zu Kernprovinzen von uns machen oder ob man die an Spanien zurückgeben. Man befindet sich im Krieg, ja. Tut ja wohl. Gut, jetzt sind wir am Plus. Und da halt Söldner minus 10. Oh, kommen wir gar nicht hin. Erstaunlicherweise belagern die jetzt. Österreich. Kein legitimer Nachfolger. Erbfolge gegen Maine und Frankreich. Natürlich auch echt klasse, wenn das funktioniert. Zwei große Nationen unter unserem Fittich. Aber schauen wir mal. Soll ich die konvertieren? Weiß ich nicht. Prestige pro Entwicklung. Nee, wenn man das macht, das Schiffe könnte ich machen. Oder Blockadeeinfluss. Ja, natürlich auch nicht schlecht, ne? Machen wir lieber das. Da bringt der die Belagerung mehr. Ah ja, das wollte ich ja eh noch nicht machen. Darlehen läuft. Berater haben wir alles voll. Da werden wir die mit den Steuern nehmen. Und Diplo-Reparation passt auch. Kolonialfirma gegründet. Pause. Könnte ich hier hinschicken. Nee, machen wir das lieber langsam. Gucken wir mal, ob wir die Inseln kriegen. Ja. Irgendwann haben wir Frieden. Provence. Abel auch. Passt. Diese Spanier. Wenn ich hier die Kernprovinz so gebe. Was damit? Können wir nochmal zum Vasallen machen? Nein. Was ist mit Syrakus? Ist da kein... Doch, eigentlich schon. Wie geht das dann nicht? Spanien? Spanien? Komisch. Einig ist alles. Geht nicht.
weil die scheiß Armee da ist. Na gut. Haben wir schnell Blatt. Bang und weg. So, dann mal allgemeiner Rückzug. Hätte ich gesagt. Kleine Handelskrise. Geld, danke. Aber immer noch nichts. Haben wir irgendwo Schiffe rumstehen oder was? Nee. Ich bräuchte noch Genua. Hier ein Nagenetzwerk. Und gegen Neapel dann auch. Jetzt. So. Geld. Die wollen wir einfach nicht alles geben. Ich glaub's einfach nicht. Ist ja blöd. Haben wir irgendwo eine Insel, von der ich nicht was weiß? Nee. Aha. Maximilian Sizilien. Ist mein. Ganz allein. Ui. Da bin ich aber ein Minus. Mein lieber Scholli. Ja, nach Bornholm mal jemanden senden. Das mit Spanien wird sehr schwer werden. Nation beeinflussen. Ist ein bisschen viel. Listen beeinflussen bringt auch nichts. Man kann Kredit zurückzahlen. Die Schiffe müssen auch noch verbessert werden. Ich glaube, ich schicke die mal lieber da runter. Weil da gibt es bestimmt bald Aufstände. Handelseffizient. Ne, brauche ich alles eigentlich nicht so. Da kann man eine Stärke von 12. Schon den Kredit aufgenommen. Ich immer noch ein, mehr wird es geht. Ah, Ivanes, was tust du? Ich will dich doch nur annektieren. Unbekannten, na toll. Achso, weil ich keine Regimenter mehr hab. So, wie schaut's hier aus? Nein. Nein. Dann könnt ihr eigentlich mal trainieren, oder? Oh, Sardinien kommen welche. 16.000. Und die anderen dauert noch. Dann trainieren die mal wieder.
beides hochebnen. Das ist unpraktisch. Und mal stilllegen. Ja. Wenn wir ein bisschen auf den Plus kommen. Filzhüte. Spanien mag mich immer noch nicht. Handschrift mit Österreich beendet. Wir werden sogar ein Bündnis mit mir machen. Erfolgt der Österreicher? Will ich das? Haben wir irgendwie Unterstützung? Nee, ne? Russland ist auch ganz schön groß, ey. Ich werde mal mit dem Kaiser ein Bündnis machen, ha? Ich glaube, das wäre ganz gut. Oh, was ist denn das? Reformationszentrum bei den Osmanen. Spanien sieht auch nicht gut aus. Hier mal Bündnis machen. Oh, Genua. Anspruch auf Korsika. Okay. Ziehen. Ich habe Überdehnung. Achso. Passt. Spanisches Freiheitsbestreben ist immer noch da. Minus 5 Diplo. Reputation. Achso, wegen den Typen. Absägen. Minus 50 Prestige. Nicht gut. Bringen wir 10% Handelseffizienz, was ist die Frage? Ich bezweifle es. Ich werde mal alle raushauen. So, ah, Diplo-Web. Ah, sehr teuer. Nee, das ist alles Mist. Nee. Sorry. Eigentlich müsste ich meinen Dummschwätzer absägen. Mein 80 noch. Hab ich hier noch irgendwo Minus? Wieso habe ich so viel Minus? Untertan Überdehnung, ach so. Wegen der scheiß Überdehnung. Wer wollte? Sollen sie doch. So, jetzt dürft ihr auch trainieren. Dann noch die Siciliana. Dauert noch, okay. Ah, sieht ja soweit ganz gut aus. Wir haben zwar einen Untertan, der uns nicht besonders mag, aber das macht glaube ich nichts. Ivernes haben wir ja bald annektiert. Oh, Sussex. 6. Da, was nehmen wir denn da? Wird es jemanden? Nö. Dann die Grundsteuer. Danke. So, wie schaut es mit den Ständen aus? Sehr gut sieht das aus. Das gefällt mir.
Hoffen wir, dass bald mal diese Annexion da fertig ist, aber irgendwie geht es da noch nicht voran. Ich bin immer noch bei minus 1, das ist echt nervig. Yay! Muss die Reduktion jetzt eigentlich auch wieder langsam steigen. Plus 1. Sehr gut. Dann hier gleich mal konvertieren. Diese kleine verschissene Insel brauchen wir noch. Oh, irgendwie ein Händler mehr. Und wenn habe ich den denn? Vom Westindien oder was? Das ist schon 10. Tatsächlich. Wow. Cool. Und dann setzen wir den wo ein? Foto. Scheiße, Fixbuch. Sevilla. Was hab ich noch für ein anderes Einfluss? 0%, okay. Da habe ich 3% da auch nur. Dann übertragen wir hier mal, ha? Huh? Hier bin ich nämlich ein bisschen mehr Kohle. Schauen wir nochmal schnell, ob uns jemand nicht mag. Oh ja, da sind einige. Ja, so eine Nation mal verbessern. Da können wir auch mal die Beziehung verbessern. Ist ja auch doof. Das ist doch noch einige Jahre, bis das wieder geht. Boah, was ist jetzt besser, ne? Wenn ich den Syrakus gebe. Plus 50 Meinungsmalus. Komm, dann geben wir es dem. Hier können wir mal Spionagenetzwerk aufbauen. Vielleicht mögen sie uns ja dann irgendwann. Oh nein! So, hier kommt es auch nicht vorwärts. London, machen wir das mal wieder zur Handelsprovinz. Dingens, wisst schon. So, das ist auch fertig. Und dann den Erlass wieder raus. Ah, das ist fast fertig. Ein bisschen noch. Machen hier noch einen rein. So, die trainieren alle fleißig. Können wir mal ausschalten, glaube ich.
Oh, da kommen nochmal Rebellen. Oh Mann. Kolonie ist auch bald mal fertig. Hoffe ich. Spanisch Neufundland, na geil. Oh mein Gott, der Thronfolger wird krank. Behält man den? Kein Geld. Ach, das tut mir jetzt aber leid. Was machen wir jetzt damit? Behalten wir den oder ziehen wir den ab? Russland, Österreich als Rivalen. Mache ich jetzt ein Bündel mit Österreich, ist die Frage. Frankreich, Schweizes Reich. Kann ich keinen Anspruch auf die Insel machen, das ist kacke. Über den Niederorden auch nicht. Kann ich hier zum Vasallen machen? Nee. Eher nicht so. Oh, das ist ein Generalsturm. Von hier nochmal. Gut, dann mache ich jetzt erstmal Schluss hier, hätte ich gesagt. Das wird bis 86 annektiert, okay. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Auf Wiedersehen.